Recht herzlich willkommen zur 106. Folge vom Corbo Space Programm. Ja, die 106. war im letzten Vorspann drin, das war aber dann die 105. Da sind wir falsch. Wir müssen mal gerade, oder ich will mal gerade hier reingucken, wie weit ist denn unser Fluggerät hier? Ah, da ist er. Und naja, wo ist jetzt der Punkt? Wird der hier nicht angezeigt? Ah ja, da. Okay, das dauert noch Jahre. Wollen wir uns keine Gedanken drum machen. So, jetzt müssen wir aber gucken, dass wir nochmal zurückkommen. Klar, wir gehen ins Baumenü und da hat der Mordrak mir ja geschrieben, dass ich hier überhaupt keine Chance habe mit der Rakete. Die kriege ich zwar bis auf den Mund, werde sie aber nicht dorthin landen können, wo ich sie landen möchte. Und ja, das ist das Problem. 5150 DV braucht man da, bis man eine Mundlandung hat. Er hat eine Probeweise hingeschickt, die knapp 400 DV noch über hat. Damit kommt man nicht wieder zurück. Gut, das heißt, wir müssen ändern. Und zwar so, dass wir das so machen, wie der Dralo das dann geschrieben hatte. Der hatte dann gesagt, wir haben schon eine Rakete gebaut. Dann schauen wir nochmal rein. Ich will hoffen, die kann ich jetzt hier finden. Ich schätze mal, die hieß Moon Rescue. Moon Rescue V4, die sieht, glaube ich, so aus. Load. Genau, das ist sie doch. Wunderbar. So, da hat der Dralo gesagt, die sollten wir mal ein bisschen ändern. Zum Beispiel hier unten diese Tanks wegnehmen. Brauchen wir nicht. Weil, ne, wir haben ja jetzt, warte, wo waren die? Nicht bei Engines, sondern bei Tanks. Diese Füllleitung. Fuel Lights. Duct heißen sie. Die wir dann hier anbauen. Warte mal, die können wir gleich doppelt machen. Machen das mit denen. Ne, das war schon richtig auf Ecke. Und dann machen wir das hier hin. Und immer anbauen in Richtung, wo das hinfließen soll. Also von außen, in diesem Fall nach innen. So, passt. Andere Seite hat es auch gegeben. So, das heißt, wenn wir dann da oben sind, dann können wir das darüber pumpen. So, und jetzt hat der Dralo noch geschrieben, dass ich den Tank auswechseln soll. Wenn ich den jetzt wegnehme, ja, mache ich mal. Dann nehme ich das Triebwerk weg, nehme diesen Tank weg, schmeiße ich dahin. Und der FLT 400 soll ich nehmen. Habe ich ein bisschen Reserve, schreibt er. Machen wir hin. Den dann da wieder dran. Ne? Und jetzt wird es schon wieder kompliziert, ne? Ich glaube, so muss es sein, ne? Und wo ich am Überlegen bin, das ist das, was ich hier schon sehe, dass ich die anders anbaue. Weil ich glaube nicht, dass das so toll ist. Ich zoome mal gerade ein bisschen rein. Ich glaube, dass wenn wir da oben sind und den Orbit haben, um den Mund rum, dann umpumpen, dass da alles reinpasst, sagen wir mal, dann würden die an der falschen Stelle sein. Das gefällt mir dann nicht. Ich, warte, das ist wieder umgesprungen, weil ich das da hatte. Würde die lieber da so hinbauen. Ach so, das kann ich nicht mehr als Maß nehmen, fällt mir gerade ein. Weil ich die eben verschoben habe, ne? Ich glaube, die waren zwar gleich höher, aber machen wir gerade nicht so. Sondern den Decoupler weg. Die fahren wir geradeaus und dann ist es knapp zu hoch. Das heißt, die müssen noch ein Stückchen tiefer. Na komm, machen wir noch was. Können wir so sicher gehen, dass es klappt. So, dann wieder einfahren und ihn wieder drunter bauen. So sollte funktionieren, oder? Das ist nur die Geschichte, wie damit ist, ne? Okay, dann war das im Großen und Ganzen, glaube ich, alles, was der Dralo geschrieben hatte, oder? Ja, er hat mich dann noch ein bisschen, ne, zurechtgewiesen, dass ich auf gar keinen Fall irgendwelche Survey-Aufträge annehmen soll. Habe ich bestimmt wieder gemacht, ist klar. Extra Server. Und ach so, da war noch irgendwie der Science Junior hier, den sollte ich noch dazwischen bauen. Warte, da müssen wir erst was abbasteln. Machen wir so. Nehmen den dazwischen und dann wieder dran. Passt. So, jetzt müssen wir wahrscheinlich Gesamthöhe
schaffen. Genau, Triebwerke sind schon in der Erde. Da, so müsste es reichen, oder? Jo, passt. Haben wir dann. Und dann sollten wir einen... Sag schon, nicht Pilot nehmen, sondern Scientist. Ein Bob Kerman. Haben wir noch jemanden? Ja, Martha, die haben wir ja auch mal gerettet. Die hat hier schon ein Sternchen, ne? Aber wofür war das hier? Keine Ahnung. Der Balken. Vessel Science Return 100%. Part Science Return 100%. Reset Experiments. Das sollte ich ja dann machen. Run Experiments from Eva. Und was ist bei Martha so zu lesen? Orbit around Kerbin 2. Okay. Okay. Das ist jetzt hier die Erfahrungsgeschichte, ne? Und da sehe ich jetzt aber auch nicht. Kann man irgendwie noch was genaueres lesen? Ne. Sind das Erfahrungspunkte zur nächsten Stufe oder? Ich gehe fast von aus. Ich denke, wir nehmen mal ihn hier, damit er, wenn, da hochgeht und dann das Sternchen auch kriegt. Gut, das haben wir gemacht. Das hatte der Dralo noch geschrieben. Und dann... Ja, muss ich mal gerade checken noch. Ja, da steht sonst nicht mehr ganz viel. Da steht noch genau die Anleitung, was ich machen soll. Äquator, Mondlandung, Flagge setzen, Thermometer, Barometer und sowas nutzen und dann wieder zurück. Ja, das muss ich mir dann gucken, ob ich das so mache oder meine anderen Dinge plane. So, jetzt lassen wir mal checken. Ach so, hier Triebwerke, da müssen wir definitiv noch was machen. Erstmal gucken, ob die Stagings richtig sind. Gehen wir gerade hier raus. Ne, andersrum wollte ich. So, das ist das, das und die starten zusammen, passt. Wenn die Booster leer sind, weg. Das und das zusammen starten. Ah, hier ist schon was faul. Der muss da mit rein. Genau, das weg. Dann, wenn die leer sind, das, dann das, dann das. Wunderbar, passt. Gut, Triebwerksleistung runterschrauben war noch angesagt. Einmal reingucken. Wir haben hier 1,84 und dann gehen wir jetzt auf 1,50 runter. Das sollte dann reichen. Na, kriege ich nicht ganz hin. Doch, passt. Gut, das ist dann auch richtig hier. Ja, sieht gut aus, oder? So, und dann haben wir das alles soweit hingekriegt. Die Flügel, sind die so passend? Ja, sieht so aus. Müsste gut sein, ne? Obwohl sie vielleicht besser hier außen dran wären, aber dann sind sie noch innerhalb der Atmosphäre weg, ne? So, wollen wir gucken. Was mich jetzt noch interessiert, ist ein bisschen hier das hier. Das Gewicht der Rakete ist da. Okay. Was ist, wenn ich jetzt... Wie kann ich jetzt umschalten, dass ich weiß, dass diese... Wenn die ab ist, die unterste Stufe, wo ist dann mein Gewicht, ne? Wüsste ich auch noch gerne. Ne, das ändert sich nicht, ne? Geht bestimmt auch irgendwo, aber ich weiß nicht wo. Gut, Triebwerk. Ist da unten? Ist das zentral? Sieht wohl alles gut aus, ne? Was ist der blaue? Keine Ahnung, was der blaue ist. Aerodynamik, okay. Wird wohl alles gut sein. Okay, das gibt aber hier noch eine Nummernänderung. Da machen wir die 5 raus. Speichern. Und dann Pilot getauscht. Ich glaube, soweit ist alles gut, oder? Sollte dann funktionieren, oder?
So, dann einmal bitte Vollgas geben. Stehen auf der Rampe. Machen das SAS natürlich noch an. Und gucken zu, dass wir dann hochkommen, oder? Ja, 3, 2, 1, go. Sieht gut aus, oder? Kriegen wir das hin? Mach das mal an hier, ne? Schwenkt ein. Ja. Einmal gucken hier. Wie es hier aussieht dann. So. Kommen wir klar mit, oder? Macht einen ganz guten Eindruck, oder? Automatik funktioniert, so wie das aussieht. Bin ich recht mit zufrieden, was da gerade fliegt. Ja. Gut. Gleich sind die Zusatztanks Booster leer. Dann machen wir die weg. Ich hoffe, dann geht es gut weiter. Weg damit. Die haben sich, glaube ich, gerade gegenseitig erwischt. Aber für uns läuft es noch. So, einmal hier rein. 20.000. Okay. Das Triebwerk hat noch ein bisschen Power hier. Oh, die Flugbahn ist mir ein bisschen flach, aber wird wohl sein. Wenn die Automatik sagt, das ist gut, dann ist das gut, oder? Vielleicht hätten wir mehr senkrecht müssen. Die Stufe ist nämlich jetzt leer und wir sind noch gar nicht so hoch, oder? Zack, weg. Weil das ist ja jetzt nicht so der ideale Antrieb, oder? 38.000 ist nicht viel. Klappt das? 41. Momentan sieht es so aus. Jetzt zeigt er mir was von Orbit an. Also hoch geht das nicht mehr. Ich möchte doch noch ein bisschen höher kommen. Na, sieht das jetzt nicht so dolle aus. Ne, dann geht er ja wieder auf den Punkt, ne? Das ist auch doof, ne? So. Wenn das mal alles so klappt, wie ich das vorhab, ne? Na, es ist noch ein bisschen was da, ne? Aber wir müssen auch noch da hinten hin. Das steigt nur noch ganz langsam. Ja, toll. Ja, jetzt verlassen wir den letzten Teil der Atmosphäre, oder wie ist das? Ob das so geht? 82 hat der da. Wir haben schon eine Beschleunigung in falschen Richtungen, ne? Und dass man nicht noch gleich schief geht hier, aber die Luft sollte eigentlich gleich immer dünner werden, ne? Ich glaube, das war es dann auch.
60. Jetzt geht's erst hoch. Okay, waagerecht. Orbit machen. Und der kommt jetzt auch ziemlich zügig. 70. Ja. Jetzt, oh, da hinten geht schon richtig ab. Das war jetzt auch nicht so dolle, ne? Ja, da müssen wir schon mal gucken, was wir da Neues machen dann, ne? Mal Manöver adden. Und gucken, ob wir da schon irgendwo mit dem Mund arbeiten können. Nee. Wohl nicht. Wo ist er denn überhaupt? Mun, wo bist du? An der falschen Stelle? Nein. Ja, da haben wir jetzt wirklich was verbrannt, was wir nicht verbrennen hätten dürfen, ne? Das ist schlecht gelaufen. Da haben wir was. Ja. Gucken, was wir daraus machen können, oder? Jetzt haben wir hier geschlafen, haben das nicht gut gebrannt. Das war nicht gut. Und Encounter. Und dann darum. Wir müssen landen. Sollte funktionieren erstmal, ne? Ja, lass mal das Manöver gerade erstmal hier ins Bild hier holen. Also normale Geschwindigkeit, naja, wir machen gerade das aus. Ah. Das ist alles schön. Warum geht denn der so langsam darüber? Weil wir so groß sind wahrscheinlich, ne? Oh, halt an, halt an. So. Das lassen wir mal so. Und jetzt sollten wir 19 Minuten weiter zoomen. Können wir auch hier mit den Tasten machen. So. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Und Vollgas geben geht nicht. Warum geht das nicht? Was haben wir jetzt wieder falsch gemacht? Sag jetzt nicht, das Triebwerk ist genau an diesem Punkt, wo es leer ist. Hallo? Sonne? Ja. Die sind jetzt nicht direkt leer, oder? Das macht nichts mehr. Warum macht das nichts mehr? Warum kriege ich das jetzt nicht hin? Ich kann nichts absprengen. Ist Electricity alle?
Nein. Verstehe ich jetzt nicht. Was habe ich falsch gemacht? Hallo, ich würde gerne was absprengen. Was läuft falsch? Ich weiß nicht was. Ich krieg's nicht abgesprengt. Ich krieg's nicht abgesprengt. Z war Vollgas. Keine Reaktion darauf. Da passiert auch nichts. Ja, ich weiß nicht, was die Sache ist. Ich krieg aber auch nichts. Die Steuerung ist irgendwo hin oder was? No Target. Ich hätte jetzt gerne ein paar Infos hier noch rausgehabt. Stage. Wir sind schon voll daneben. Ah, wir haben hier noch nicht null. Ah. Schade. Das war es wieder mal. App-Manöver. Ja, da sind wir schon dann rum. Und dann kriegen wir ja nichts mehr. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, dass wir den Orbit gerade kriegen, wenn wir überhaupt noch was kriegen wollen. Das würde ich jetzt mal sagen. Machen wir trotzdem nochmal ein Manöver. Der geht da los. Das wäre nicht schön. Machen wir weg nochmal. Auf ein neues Add-Manöver. So ist schon okay, ne? Nee, das ist alles Blödsinn. Da ausrichten. Und da Gas geben. Bis der passend groß ist, dass wir nicht wieder eintauchen. So. Ja. Und dann können wir das Ganze normal machen. Hier irgendwo. Ein bisschen versetzen. Da ist ein Encounter. Moon Encounter. Cabin Apoapsis und da ist die Moon. Gut, dann. Müssten wir jetzt Set as Target? Oder? Nee. Focus View, nicht Set as Target. Und jetzt müssten wir mal gucken. Kriegen wir das noch hin? Das war ja das ist dann so. Nur gucken, dass ich den richtigen habe ich. So, sieht das doch schon super aus, oder?
So sieht das doch schon gut aus. Stopp, da geht's zurück. Da ist der tote Punkt. Sollte so am besten sein, ne? Inklination könnte man jetzt noch machen. Aber nee, machen wir nicht. Ist schon ziemlich gut, denke ich mal. Brauchen wir nicht. Ich weiß auch nicht, wo wir landen müssen erstmal und so, ne? Oder wo wir landen werden. Und das, da sind ja schon die Zeichen dafür, ne? Das sind bestimmt unsere Ziele. Das würde bedeuten, wir müssen das Ding auch noch drehen. Sind das unsere Ziele? Ja, wenn es das ist, ne? Dann würde ich jetzt schon vorschlagen, wir machen hier noch was. Ich glaube so, ne? Ne? Warte mal, das kriegen wir auch noch hin. Bin ich von überzeugt. Ne, da tut sich nichts. Aber da muss ich irgendwie was tun. Oder der? Ne. Ich muss eigentlich... So... So. Und dann ist das schon so, wie ich es haben möchte, glaube. So, jetzt muss das ganze Ding noch gedreht werden. Das muss ich jetzt noch gucken. Da, ne? Ne, so rum. Nee, warte mal. Ich muss hier so diese Achse haben, ne? Also war das gerade falsch rum. So. Jetzt nochmal. Ja, noch ein bisschen mehr. So, die liegen auf der Linie und ich komme auch da so ungefähr hin dann. Ich glaube, so ist das gar nicht verkehrt. So, jetzt würde ich sagen, den noch so, 108, okay, dann hat er sich wieder verändert, kriegen wir aber auch wieder hin, ja, könnte noch ein bisschen mehr, dann kommen wir da schon fast vorbei. So. Jep. Da sind wir schon auf einem guten Kurs, denke ich mal dann. Optimieren könnte man das sicherlich auch noch. So ist 87. Jetzt wieder noch ein bisschen da. Yep. Ist wieder mehr geworden, ne? Aber das lassen wir mal so. Ich denke, das ist eine gute Geschichte, dann da diesen Orbit zu haben. Und ja, in der nächsten Runde müssen wir das dann machen, ne? Gut, dann bedanke ich mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.